Ich habe jetzt auch einen Fortnite Creator Code, Team Gaby, wenn ihr mich kostenlos supporten wollt, unterstützt mich mega und jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh mein Gott, Leute, habt ihr das schon mitbekommen? Es soll ein Godzilla-Modus kommen. Eher gesagt, sagen das ziemlich viele und wir wollen uns heute über dieses Thema unterhalten. Im Hintergrund seht ihr nochmal den Fortnite-Shop von heute. Ja, es ist wieder da. Das Set, Leviathan, mega nice. Und wir wollen uns heute über den neuen geheimen Godzilla-Modus, darüber wollen wir heute reden. Und ja, es gibt ziemlich viele Sachen, die die Leute schreiben. Ich hoffe, ich bin da privat. Perfekt. Manche YouTuber sagen, da kommt ein riesen Godzilla-Spielmodus, der wird richtig, richtig heftig. Wegen diesen Fußstapfen bei Pleasant Park. Bei Pleasant sage ich schon, bei Polar Peak. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf die Map und ich zeige euch mal ein paar Sachen. So Leute, hier befinden wir uns auch schon in der Spielwiese drin. Und ich will euch ja gleich einmal alles zeigen. Dann gehen wir einmal zu Polar Peak, denn da hat ja alles nach dem Vulkanausbruch stattgefunden. Vielleicht mache ich euch hier noch eine kleine Szene rein. So Leute, und zwar befinden wir uns sogar schon hier. Ihr seht ja wahrscheinlich da hinten diese riesen Füße von dieser Bestie. Wie gesagt, alle sagen, das ist Godzilla. Aber es hat hier im Pleasant Park angefangen mit dem Vulkan, der da hinten ist. Da ist ja hier so ein riesen Vulkanstein, wie soll ich sagen, hier reingekracht und dann ist ja alles kaputt gegangen. Ihr seht, hier liegt auch noch Schnee runter. Da haben sich ja viele Leute aufgeregt und da hatten ja die Leute, die dabei waren und Fehler hatten, nicht Leiter bekommen, so wie ich zum Beispiel. Ich wurde einfach nicht, also ich bin einfach nicht ins Portal reingekommen. Irgendwie gefühlt erst ja, 30 Minuten danach. Und wie ihr seht, hier ist die Fußstapfe. Vielleicht finde ich auch ein Bild von Godzilla auf Fußstapfe, dann kann ich euch den hier reinmachen. So, ich würde sagen, wir bauen das mal kurz nach oben. Wie ihr seht, sie ist ziemlich, ziemlich riesig. Und das geht ja von da. Ist das hier, ist die Bestie ja hier lang gegangen. Komisch, dass hier nichts ist und da ist was. Auf jeden Fall, Leute, seht ihr, wie ist denn hier lang gelaufen? Ich bin eben gerade gestorben. Hier lang, Palamis. Ist hier lang gelaufen. Also es ist ziemlich, ziemlich crazy. Es haben schon so viele Leute gesagt, dass hier eine Fußstapfe ist. Also es ist ja auch eine. Dass hier irgendwie was sein soll, ist es ja bis heute nichts passiert. Mal schauen, hoffentlich ist da was diesmal mit der Fußstapfe. Und hier hat sie irgendwie, glaube ich, nee, da war sie noch leer. Heftig, und ihr seht, hier ist eine unter mir. Ich kann die gerade nicht sehen. Hier, boah, die ist echt riesig. Also ohne Witz, wenn Fortnite da irgendwas... Jawohl, ich kann mich nicht mal mehr abseilen. Wenn Fortnite da irgendwas mit den Erstellern von Godzilla da geregelt hat, dann echt heftig. Und die Beste ist ja hier ins... ja, Wasser sozusagen geflüchtet. Wie gesagt, das ist denn hier abgehauen und hier rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal wieder, weil ich will euch noch was bei Loot Lake zeigen. Ja, ich springe ja mal unter, bis gleich. So Leute, wir finden uns jetzt über Tilted und Loot Lake und wie ihr seht bei Loot Lake, ihr seht das schon, da ist eine Kralle. Wir wollen da mal runter. Es ist echt heftig, was hier in letzter Zeit in Vorteil passiert. Also ich hoffe, hier kommt mal wieder ein geiles Event. Ich finde es geil, dass die alten Waffen wieder reinkommen. Das finde ich mega, mega nice von denen. Seht, hier geht ja dieses eine Stromkabel lang. Jetzt auch hier lang. Denn das alte ist ja hier. Oder? Ja, ja gut. Es ist immer noch das gleiche, aber es ist hier beschädigt. Hat man hier Schaden? Nein. Auf jeden Fall ist das hier beschädigt, wie ihr seht. Wir holen uns mal kurz einen Lami, dann können wir uns auch wieder hochbauen. Dann haben wir, glaube ich, genug Ressourcen, um einen Zug zu bauen. In Tilt ist ja nichts passiert oder so, sondern nur in Good Lake. Ja, das ist halt das Stromkabel, was die Stadt halt, ja, gut behält. Wie soll man das ausdrücken? Ihr seht, das ist hier... Es ist hier einfach komplett beschädigt. Und hier ist auch die nächste Fuß... Ja, Fußkralle, Stapfen, weißt du. Aber hier, das Problem ist...
hier ist nur eine und da, also hier ist einfach gar nichts, also keine Ahnung, kann das fliegen? Ist das ein fliegendes Godzilla? Das wäre auch echt heftig. Hoffentlich, wie gesagt, kommt dann richtig, richtig geiles Godzilla-Event und vielleicht finde ich jetzt gleich noch ein paar Sachen online und die zeige ich euch auch noch. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, nicht in Fortnite. Gib mein Creator Code Team Gammy gerne im Fortnite Shop ein, würde mich mega supporten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja Leute, ich muss das Ganze jetzt nochmal nachsprechen, da ich in meinem OBS außersehen mein Mikrofon ausgemacht habe. Wie ihr im Hintergrund seht, ist ein Bild von einem Auge, was im Polarpeak war. Auch ein Teaser auf einem Godzilla-Event. Das war direkt unter dem Palast von Polarpeak. Da ist ja ein Meteor, also von dem Vulkan reingekracht. Und da seht ihr jetzt auch nochmal einen Beitrag. Spiele entdecken, gruseliges Auge in einem Eisberg bei Fortnite. Kommt Godzilla? Wie ihr seht, ist da ein Auge und da steht noch ganz, ganz viel, was ist passiert im Polarpeak. Und da seht ihr oben auch noch die Map ja, von Polarpeak. Ich werde da gleich das Bild einmal anklicken. Ihr könnt euch das ja gerne durchlesen da. Da seht ihr das genau da bei dem Palast ganz unten. Ihr wisst ja da, wo dieser große Eissee ist. Genau da ist dieses Auge. Und ja, kommt Godzilla zu Fortnite? Also das wird echt ziemlich, ziemlich interessant. Und ja, jetzt seht ihr noch einen Beitrag zu einem Event, dass ein Event kommen soll, Fortnite, X Godzilla. Da seht ihr nochmal das Auge, da nochmal unten markiert, wo das war. Und dann seht ihr da unten noch einmal wahrscheinlich den Film. Vielleicht arbeiten die damit zusammen. Also, wie gesagt, es wird echt sehr, sehr heftig. Wie gesagt, gebt gerne meinen Creator-Code TeamGamey im Fortnite-Shop ein. Und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend. Schreibt mal eure Meinung dazu in den Kommentaren. Und schreibt mal, über was könnte ich das nächste Mal reden. Und da seht ihr nochmal den Film. Bis dann, haut rein und ciao.